Crush. Ja, das ist ja meine super Begrüßung. Nein, ja, 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 ja. Ich bin doch gerade erst gespawnt, das ist unfair. Ja, hallo, willkommen zu der ersten Folge von Bredrax Ark Adventures hier auf Jördur. War ja ein super Anfang. Ja, wir geben den ganzen hier nochmal einen Versuch und versuchen mal wieder eine Ark-Season durchzuziehen. Und das wird eine besondere. Wir fangen mit einem Hauptmod an. Die Mods, die zeige ich euch gleich noch. Und ja, wenn wir die mehr oder weniger durch haben, lassen wir unser Charakter hier, lassen unsere Bauten da, unsere Dinos da, unsere Mods, alles so wie es ist. Und widmen uns einem weiteren neuen Hauptmod in der nächsten Phase, quasi in der Phase 2. Und ja, damit fangen wir jetzt hier an. Hier mit dem, wir haben in der ersten Phase jetzt, wo wir uns gerade befinden, wo wir damit anfangen, haben wir Zitrü-Hybrid-Mod hier drin. Und ja, die Dinos rennen noch nicht wirklich frei hier draußen rum. Die müssen wir uns selbst herstellen. Ich denke mal, das ist ein guter, relativ einfacher Anfang. Alle Vanilla-Dinos, die werden wir mehr oder weniger kaum nutzen. Wir werden die einfach nur benutzen für Fleischlieferanten und ja, deren Eier brauchen wir für die Hybriden herzustellen. Dauert ein bisschen, bis wir auf dem Level sind, dass wir die Hybridmaschinen sowas machen können. Und ja, wir haben noch ein paar andere Support-Mods und einen davon sehen wir auch hier noch nie in aktiv. Der Pachi, der hat eine Aura um sich herum. Das ist von unserem Combat-Trainer-Mod. Der erlaubt es, unsere Dinos, ja, mehr oder weniger durch die Kills, die sie erreicht haben, aufzusteigen in ihrer Erfahrung. Und ja, dadurch kriegen die einen neuen Titel und mit jeder Stufe, die die erreichen, einen Stat-Boost. Und ja, auch wilde Dinos können mit diesen Titeln und den Stat-Boost hier rumlaufen. Die orientieren sich dann qualitätsmäßig an den Loot-Drops. Und ja, der hier hätte quasi die erste Stufe, hat dementsprechend eine weiße Aura. Wenn wir den killen könnten, den guten Pachi, dann würde er uns auch Loot zurücklassen, der theoretisch in, ja, in einem weißen Drop dann vorkommen könnte. Nur aktuell haben wir noch nichts an, womit wir was machen können. Wir gucken, dass wir jetzt hier die ersten paar Klamotten zustande kriegen. Unser erstes Ziel wird erstmal sein, irgendwo eine provisorische Basis zu haben, Spyglass herzustellen. Dafür brauchen wir natürlich Kristall und ja, von da aus geht es dann weiter. Ja, dann kommen wir mal zu unserer Mods. Das wird hier unsere Hauptmod sein, der Cetubin-Mod hier auf der Steam-Seite. Das ist der Hauptmod, mit dem wir in Phase 1 arbeiten werden. Und ja, die Dinos hiervon, die sind zu 99% nicht wild am Rumlaufen, die muss man sich selber craften. Was ganz cool ist, die haben ihre Typenstufen, wo man durch Ordnerstufen, wo man sich durcharbeiten muss. Angefangen von Typ 4, dann 3, Typ 2, Typ 1, Typ A und Typ S. Ein bisschen komisch gemacht, dann gibt es noch so Boss und sowas. Gibt noch ein paar Rogues, die wild auf der Karte rumlaufen, das ist quasi so eine Art Alpha. Wenn man die killt, kriegt man dann von denen ein bisschen Zeugs, was man zum Craften von diesen Dingern braucht. Und ja, die Hybriden, die craftet man sich quasi aus Dinosaurier-DNA zusammen, die man an bestimmten Werkbänken herstellt. Und ja, die ersten paar DNA-Sachen, die brauchen nur Fleisch und Leder, Fleisch und Keratin, um die herzustellen. Normales DNA-Zeug gibt es in den einzelnen DNA-Varianten. Dann gibt es noch Mammal-Zeugs, also für ganz normale Tierchen und also keine Dinosaurier und Insekten. Das sind so die drei Hauptkategorien. Das geht dann von Lesser DNA zu Common DNA zu Excellent DNA und dann gibt es auch noch Exotic DNA. Ja. Und dann gibt es dazu noch eine andere Werkbank, da kann man synthetische Eier herstellen, die braucht man dann zusätzlich noch mit der DNA, um die ersten paar Hybriden herzustellen. Oder von ganz normalen Dinosauriern die Eier. Das kommt auch an, was für eine Hybride man herstellen muss. Und weiter raus, je höher man kommt von der Stufe her, von dem Schwierigkeitsgrad her, braucht man dann auch noch die ganz normalen Apex-Drops, die man für die Bossfights und sowas braucht. Aus denen gewinnt man dann auch wiederum spezielle DNA. Zum Beispiel ein Allosaurier-Gehirn gibt in einer bestimmten Werkbank gibt es dann Allosaurier-DNA. Und daraus kann man sich dann ein paar Dinos machen. Das wird also in unserer ersten Phase unser Hauptmod sein. Und ja, hier steht es dann auch nochmal. Typ 4 ist quasi der niedrigste. Und dann gibt es Typ 3, Typ 2, Typ 1. Das heißt, wir brauchen am Anfang brauchen wir ziemlich viel Fleisch. Richtig viel. Mehrere Stacks
ein Stack hat mit unserem anderen Mod, den wir verwenden, wo wir gleich zu kommen, unserem Stack-Mod, hat 2000 Fleisch und ja, wir brauchen ordentlich Stacks. Und ja, das sind halt die Hybridstufen und die kann man auch züchten. Das heißt, wir gehen so vor, wir sammeln uns die Dinos zusammen, die wir dafür brauchen, um die ersten paar Hybriden aus dem Typ 4 herzustellen. Und gucken, dass wir dann jeweils ein Männlein, ein Weiblein davon kriegen, verpaaren die und rennen dann mit den Imprint-Dinos rum. Die ganz normalen Arc-Dinos, die sind für uns nur Fleischlieferanten und Eierlieferanten. Mehr machen wir mit denen vorwiegend nicht. Ein paar Farm-Dinos holen wir uns noch reguläre, bis wir über Hybriden, Farm-Hybriden kriegen. Ansonsten spielen wir in der ersten Phase mit den Hybriden, wenn wir denn soweit sind. Es dauert ein bisschen, bis man sich die ersten paar Werkbänke bauen kann. Ich denke, so ein Level 25 bis 30 rum, irgendwie sowas kommen die sowas. Aber wie gesagt, das ist unser Hauptmod, mit dem wir in der Phase 1 zusammenarbeiten. Gucken wir mal, was wir sonst noch an Standard-Support-Mods haben. So, da haben wir einmal den Combat Trainer, habe ich mit reingenommen. Das macht im Laufe der Zeit unsere Dinos macht das dann stärker, je mehr Kills die haben. Da gibt es dann auch verschiedene Stufen, die durchlaufen können. Und ja, ist ganz nett. Das ist standardmäßig so, dass man glaube ich, dass die nur Rang abhaben, also die können im Rang aufsteigen. Die Dinos mit dem Hand, man sieht auch hier den Kill-Count und sowas. Standardmäßig ist das so eingestellt, auf nach 100 Kills kriegen die den nächsten Rang. Ich habe das so geschraubt auf 500. Ist, denke ich mal, ein ganz guter Support-Mod, den wir da haben. Und auch wilde Dinos können mit bestimmten Rängen rumlaufen. Und wenn man die dann killt, je nachdem wie die dann leuchten, also der nächste Rang leuchtet zum Beispiel hellweiß wie die Loot-Drops. Und genauso funktionieren die dann auch. Die können dann Items geben wie der entsprechende Loot-Drop. Also erster Rang, wenn man davon einen wilden Dino killt, kann einem Zeugs geben, was auch in einem ganz normalen weißen Loot-Drop drin vorkommen könnte. Ja, das ist einer unserer Support-Mods, Basis-Mods, die wir verwenden. Dann haben wir noch Shiny Dinos. Shiny Dinos habe ich diesmal ein bisschen anders eingestellt, als ich das ursprünglich sonst immer machen würde. Normalerweise, ja, das lässt spezielle Dinos spawnen. Ab unser Max-Level bis ist 150. Ab 150 lässt er die spawnen bis 180. Die könnte man dann tamen, haben dann dementsprechend schönere Farben. Wenn es besonders seltene sind, haben sie auch besondere Fähigkeiten und sowas. Das habe ich ausgestellt am Anfang in der ersten Phase jetzt. Wir werden die nur killen können, denn auch die lassen dann speziellen Loot fallen. Aberration-Klamotten, Shibis, Baupläne und sowas. In der ersten Phase werden wir die nur dafür verwenden. In weiteren Phasen werden wir da dann freischalten, dass wir dann auch die Dinos, die Shinies, zähmen können. Das heißt, das sind mehr oder weniger so eine Soft-Boss-Encounter jetzt für uns und so Richtung Alpha, ja, Beta-Varianten, Dinos könnte man die wahrscheinlich nennen, sind stärker als die Dinos, die normalerweise rumrennen und ja, wir können sie nur killen, um schöne Sachen zu kriegen, ist mehr oder weniger so Richtung Alpha. Und die haben auch noch eine Alpha-Version in sich drinnen, die nennen sich Enraged. Enraged-Dinos können noch höher spawnen, mit noch höheren Werten richtig zu hauen, sind also, ja, die nutzen wir quasi als spezielle Gegner, die wir auf der Map so finden können. Und später schalten wir es dann frei, dass wir die normalen Shinies dann auch zähmen können in der zweiten oder dritten Phase. Mal gucken. Dann haben wir noch das RP, Ecos RP Dekor. Das ist einer meiner Lieblingsstandards-Mods, denn hat eine ziemlich gute Küche und gute Wasserlieferant. Und ja, dafür werden wir sie auch wieder verwenden, denn das Kochen in dieser RP-Küche ist perfekt. Dann haben wir noch Structure Plus. Da braucht man, glaube ich, nicht ganz allzu viel zu sagen. Ich glaube, kaum jemand, der nicht Structure Plus oder die Superstructure-Variante verwendet, wenn er gemoddet spielt. Von dem her, ja, macht das Craften einfacher. Wir können Items von unseren Lagerstätten zu unserem Inventar rüberziehen und so weiter und so fort. Also, ist ganz nützlich. Nutze ich schon seit Jahren. Nutzt man natürlich hier auch wieder. Dann haben wir hier unsere Upgrade Station. Damit können wir bestimmte Sachen verbessern. Vorwiegend Waffen und Sättelchen und Rüstungen und sowas, die wir haben. Und auch selbige in dieser Upgrade Station, bevor wir einen Grinder haben, dort zerstören, um dann Ressourcen wieder zu kriegen. Ja, gerade wenn man mit gemoddeten Dinos spielt, ist das besonders empfehlenswert, denn meistens kriegt man die Sattel von den gemoddeten Dinos nur in der Basisvariante, in der niedrigsten Qualität und kann die nicht durch irgendwas verbessern, wenn der Mod, zu dem die Dinos gehören, nicht irgendein System drin hat, um bessere Sattel oder sowas zu geben. Dafür benutzen wir dann halt hier die Upgrade Station mal wieder. Und ja, dann haben wir hier noch unseren Teleporter, damit wir relativ fix über die Karte zappen können. Und
zu unserer Hauptbasis zurückkommen können. Und wir können auch Dinos mit dem Tracker ausstatten und die dann zu uns hin teleportieren. Oder ja, wenn sie dann, wenn wir gestorben sind und unsere Dinos zurückgeblieben ist und die so einen Tracker drin haben, wie man hier auf dem Bildchen hier sieht, einfach dann auf dieser Teleporter-Family einen Rechtsklick drauf machen, aus der Liste auswählen und zu sich rüber teleportieren. Ist ganz nützlich, aber hauptsächlich nutze ich das, um schneller zwischen den Realms auf Fjordorf zu wechseln, denn das System, was da in-game drin ist, ist kann man verwenden, aber die Fernbedienung ist wesentlich praktischer. Ja, dafür nutzen wir den Mod. Dann haben wir noch unser Super Spyglass aus dem Spyglass-Ding hier, damit wir überhaupt sehen, mit was für Dinos wir das zu tun haben, welche Level die haben, was die für eine Zähmart sind, passiv oder K.O.-Tame und was sie fressen und hast nicht gesehen. Und unsere Auto-Engrams, damit wir nicht jedes Mal nach jedem Level up ins Engram-Menü reingehen müssen und gucken müssen, was wollen wir denn jetzt überhaupt lernen, wird uns alles automatisch mit auf dem jeweiligen Level freigeschaltet. Inklusive der Tech-Sachen, wenn die in einer Reihe kommen würden, sagen wir mal, wenn wir jetzt Level 85 wären, wenn da ein Tech-Item auf dem Level 85 ist, wird das automatisch mit freigeschaltet. Man könnte die Einstellungen auch noch so machen, dass die Tech-Sachen erst später freigeschaltet werden. Mir ist eine Jacke wie Hose. Wenn wir die Materialien eh noch nicht haben, können wir eh noch nicht herstellen. So, dann haben wir den Dino-Storage noch. Perfekt, wenn man Dinos lagern will und ein bisschen rumzüchten will. Besser als Cryopods und ja, hat ein paar Annehmlichkeiten, ganz davon abgesehen, dass man die Basis relativ übersichtlich und sauber halten kann. Denn wir können auf Dauer definitiv nicht alle Dinos draußen rumstehen haben. Dafür benutzen wir den Mod mal wieder. Das sind so Standard-Mods, die wir eigentlich ständig benutzen. Der ist Inventory Keeper. Ich mag es nicht, die Klamotten zu verlieren, wenn wir sterben. Von dem her nutzen wir das. Unsere Klamotten nicht verloren, das was wir mal haben, haben wir auch dabei, wenn wir wieder neu spawnen müssen. Und ein paar Items, die wir ständig benutzen können, so wie Bolas und Grappling Hooks und sowas, die Lethal Reusable, super nützlich und ja, benutzen wir hier auch wieder. Das sind so die Mods, unsere Standard-Mods, die uns beim Spielen supporten und ja, pro Phase kommen dann halt noch andere Mods hinzu, die das Leben schwieriger machen. Wo wir gerade dabei sind, lasst uns mal als erstes ein paar Werkzeuge herstellen. So, wir fangen mit dir an. Dann brauchen wir noch ein bisschen Flint und ein bisschen mehr Flint. Alright. Damit wir vernünftig ausgestattet sind für den Anfang. Hör auf, mich hier rumzuschubsen. Gut, können wir. Wir können eine Axt bauen. Wunderbar. Und eine Lethal Reusable Spear. Der verbraucht sich nicht. Den können wir andauernd benutzen. Das ist wunderprächtig. Wenn der jetzt nicht allzu hoch ist, sollten wir mit dem klarkommen. Das Kostüm könnten wir auf die Axt draufpacken. Auf dem Speer funktioniert das leider nicht. Hier das Speerskin geht nicht auf den Reusable Spear. Auf jeden anderen Spear würde er drauf gehen. Auch auf die, die er schmeißen kann. Den nicht. Dann lass uns mal gucken, was du für uns hast. Wenn wir dich denn überhaupt killen können. Sehe ich dein Level? Ich sehe dein Level nicht. Könnte eventuell Aua tun. Naja. Komm hier. Ich hab Abstand halten kann. Sollte es doch gehen und wir nicht. Und naja, wir sind nicht wirklich hops gegangen, aber wir sind K.O. gegangen. Na, ist kein Problem. Wir verlieren uns Klamotten nicht. Jetzt lese ich dein Level 50. Alles klar, hätten wir vielleicht anders angehen sollen. Wir hätten dich mit den Sperren beschmeißen sollen. Dann macht er mehr Schaden. Oh, guck, wir sind gar nicht so weit weggestorben. Das heißt, der Pachi sollte hier noch rumrennen. Ja. Komm hier, du blutest auch schon. Wunderbar. Spark Powder, Simple Bad und 4 Raw Meat haben wir für den Kill gekriegt. Entspricht quasi einem weißen Loot Drop. Sweet. Besten Dank dafür. Kann ich gut gebrauchen. Besonders das Simple Bad. S Plus Variante wäre wahrscheinlich noch wesentlich schöner. Und ja, Level haben wir auch schon gut gekriegt. Das ist Standard-Level-Gewinnung. XP, da habe ich nichts dran rumgeschraubt. Fast nichts. Ich habe für das Craften habe ich die XP-Generation auf 0 gestellt. Ich will dafür nichts kriegen. Und für Harvesting auf 0,25. Also nur ein Viertel von dem, was wir normalerweise kriegen würden. Ich will tatsächlich durchs Dino killen und ja, rumrennen durch die Gegend XP kriegen. Nicht durch Sachen herstellen, Fundamente craften oder so, damit wir schnell aufsteigen. Mal gucken, wie das läuft. So, das sollte uns jetzt eigentlich ermöglichen, ein paar Klamotten herzustellen. Mal gucken. Ja,
Schuhe, Hose, Jacke, zack, und ganz wichtig, ein Hut. Aber sonst noch was, was wir gut gebrauchen können momentan? Vorerst nicht. Kommt noch mit der Zeit. So, nächstes Ziel wäre eigentlich, dass wir uns jetzt irgendwo Kristall besorgen. Wir haben jetzt eine Rüstung, wir haben die ersten paar Waffen. Ist schon mal gar nicht mal so schlecht für den Anfang. Wir könnten irgendwo ein Bett platzieren. Wir könnten ein Bett platzieren. Das ist nice. Durch unsere Einstellung können wir das überall platzieren, wenn das denn ein S-Plus-Bett wäre. Damit, Konvertertischlein können wir noch nicht bauen, wa? Die kommen später erst. Normale Klamotten in S-Plus-Sachen umwandeln. Ne, Level 15 müssen wir dafür sein. Schade. Könnten wir denn einen Schlafsack herstellen? Schlafsack könnten wir herstellen. Gut. Nehmen wir den mal mit. Die einfachste Variante, um hier auf die Ophiodor-Kristall zu bekommen, meiner Erfahrung nach, wäre jetzt, naja, in der gemodderten Version konnte man relativ gut vor der Aberration-Kristallhöhle spawnen und ziemlich am Anfang da ein paar Sachen wegfügen. Der Spawn ist mittlerweile ziemlich weiträumig und da kommt man nie da an, wo man hin will. Aber wir haben ja noch diesen Ram-Teleporter, der diese Map erlaubt. Da gehen wir nach Vanaheim Norden. Da müssten wir, kann sein, dass wir da eine Stelle spawnen, die relativ gefährlich ist. Manchmal rennen ein paar Titanbohrer und sowas rum, aber das auch direkt Kristall. Und ein bisschen Kristall in den Tisch wäre gar nicht mehr so gut. Vielleicht lassen wir uns auch erstmal komplett mit unserer ersten Basis auf der Untermap da nieder. Jupp, da sind wir. Oh, wir wurden auch noch direkt beraubt. Irgendwo gespawnt, wo es Aua tut. Naja, das ist das Blöde an der Map, dass diese Unterrealms, man die hat, man kann nicht direkt da spawnen. Man muss hier tatsächlich wieder da hier auf der regulären Map spawnen und dann wieder dahin teleportieren. Okay, der Nordspawn ist also diesmal belegt mit Dudes, die uns ans Leder wollen. Quasi genau die Ecke meine ich. Aber müsst ihr das jetzt gerade hier belagern? Habe ich wieder den Norden gewählt? Wenn man Norden auswählt, kommt man auch genau an der Stelle raus. Ich habe jetzt Nordosten gewählt gehabt. Ha. Wenn ich jetzt Nordwesten wähle, komme ich auch wieder auf dem Plateau da raus. Deshalb mag ich die Family viel, viel lieber. Mannheim, Nordwesten. Mal gucken. Kriegt das schon die richtige Stelle hin? Jep, das sieht doch wesentlich friedlicher aus. Wunderbar, so habe ich mir das vorgestellt. Sehe gerade nichts an wilden Dinos hier, die uns ans Leder wollen. Wunderbar. Aber wofür hast du denn? Ah, meine Kostüme sind weg. Du solltest alle überschüssigen Kostüme, die wir nochmal extra kriegen, wegschmeißen. Nicht die, die wir schon im Inventar haben. Naja, gehen wir erstmal einen Punkt da rein. Müssen wir dann bei Gelegenheit nochmal machen. Was haben wir freigeschaltet? Bohle haben wir noch nicht. Hier kommt Level 9 oder so. Level 9. Ja, egal. Dann lassen wir gucken, dass wir hier irgendwo Kristall kriegen. Ja, yeah, man kann jetzt noch nicht mal auf die Map gucken, in welche Richtung wir uns orientieren müssen. Theoretisch müssten wir uns in die Richtung orientieren. Nach Osten. Da war der Kristall. Ist das nicht direkt schon der Buppel da? Da hoch? Mal gucken. Denk dran, du hast noch kein Spyglass. Noch musst du dich anstreben im Gucken, wo denn die Dinos hier rumrennen. Da will ich ein bisschen Zeugs mitnehmen. Schadet nicht. Jo, alles klar, Dodo. Oh, Bulldog. Warte mal, wir haben noch hier Pilze. Ich glaube, du nimmst die Wasserpilze, nimmst du, glaube ich, mal als liebstes Zeugs, wenn man die Aquatic-Mushrooms, wenn man keine Z-Pflanzensamen hat. Haben wir direkt unseren ersten Tank. Das wäre nice, wenn wir damit durchkommen. I don't know. Siehst du, so hätten wir jetzt schon ein Spyglass, würden wir direkt wissen, was du denn haben wollen würdest. Du bist Level 55, das sollten wir schnell relativ fix hinkriegen, dich zu zähmen. Taming-Effektivität hier habe ich auf also vierfach gestellt. Mache ich meistens so, eigentlich immer. Vierfache Zähmengeschwindigkeit, so kompliziert ausgedrückt. Und wir sind noch relativ sicher, würde ich mal behaupten. Ich gehe noch mal ein paar Pilze holen. Warte mal da hinten auf mich. Rennt da oben rum. Iguano, ne, Parasaurus ist das. Der hat grüne Lootstrahlqualität. Wenn wir jetzt uns noch ein bisschen, ja, bis Level 9 kommen wir so schnell nicht.
einen Bola haben und den dann bodern können und dann umbringen könnten, dann würden wir direkt aus grünen Loot kriegen. So. Mr. Bulldog, komm hier, du dürftest jetzt hungrig sein. Er stampft hier. Oh, ein Diplo. Wenn du mich hier nicht rumschubst, ist alles in Ordnung. Tada, wunderprächtig. Da kommen wir auf Schulterchen. Wunderbar. Unser erster Team. Warte mal, lass uns mal kurz hier ums Eck, damit der Diplo uns nicht anfängt, hier rumzuschubsen. Ja. Behavior. Nee. Options. Wo sind die Options? Du hast zu viel in deinem Radar drin. So, und Change Name. Number One. Du bist der Erste. Ich denke mal, du wirst nicht lange überleben, aber das ist dein Problem, nicht meins. Na guck mal, da hätten wir noch einen Partner für dich. Aber wir können dich noch nicht rumtransportieren. Wir brauchen dringend Kristall. Sparks, warte mal, wenn dann Pego rumrennt. Lass uns Metros in die Leiste ziehen. Ah, oh, wir haben irgendwo eine Zwille herbekommen. Wann haben wir die denn aufgesammelt? So, Dilus bleibt schön da, wo er seid. Gibt hier Kristall? Wenn ja, wo? Ein paar Meter hoch wahrscheinlich. Hey, Monkey. Da. Unehrlich. Spyglass steht nichts mehr im Wege, außer unser Level. Ja, erstmal müssen wir ein bisschen Kristall bekommen. Kristall. Das ist alles Stein. Dammit! Nächste Vorkommen. Gib mir noch was. Andere Ecke ist wesentlich schöner dafür. Wenn ich jetzt schon eine Bola hätte, wa? Oh, dammit. Und hier ist Kristall. Tja, Tschüss Nummer 1. So, da beim Schlafsackspawn. Und damit ist er verbraucht. Kann ich noch ein Fundament herstellen? Ich kann noch ein Fundament herstellen. Sweet. Da müsste man nämlich das Bett drauf abstellen können. Und du da, gib mir mal ein bisschen Leder hier. Komm, du schwache Schweinchen. Dankeschön. Level. Sweet. Autsch. Voll Mücken. Gag. Du bist nicht den wir gezähmt haben. Ich habe noch keine Todesmeldung gekriegt von dem, den wir gezähmt haben. Oh, Gacha-Kristall. Sweet. Ihr habt also ein bisschen Warmlaufzeit gebraucht, ne? Ich sehe das schon. Mach mal Platz, Digga. Danke. Mal direkt nachgucken, was habt ihr uns denn gegeben? Erstmal, Stamina haben wir erstmal genug. Gewicht brauchen wir. Wir brauchen mehr Gewicht. So, damit Level 7. Gucken wir sofort, was wir damit machen können. Da sind die Gacha-Kristalle. Was hast du für uns? Stone. Green Gem. Auch nicht schlecht. Und noch mehr Green Gem. Okay, richtiges Kristall wäre mir lieber gewesen. Mal gucken, ob du ein bisschen was für uns auf den Boden geschmissen hast.
Nope. Hier vielleicht irgendwas. Schande. Oh, Nummer 1 ist tot. Okay, okay, da wäre das Spyglass. Das könnte man also jetzt direkt herstellen, wenn wir ein bisschen Kristall hätten. Irgendwas, was uns weiterhilft. Nee. Bogen können wir noch nicht. Pfeile dementsprechend auch nicht. Wir haben nur den Speer zur Verfügung. Tja, welches Level ihr habt, wa? Ich meine, einen von euch sollte man definitiv ausschalten können. Das könnte uns ein wenig ein Level geben. Wunderbar, da kommt Nummer 2 angedackelt. Hat ja nicht zu dritt. I don't know. Du siehst cool aus. Du hast auch immer noch einen Kasten. Wunderbar, Level up. Falsch, da, da, die Waffen brauchen wir. Wenn wir noch ein Level machen könnten, dann können wir uns eine Bowle herstellen und dann ist der Terrorbird Geschichte. Level 8, was kriegen wir dazu? Ein Kanu können wir später gebrauchen. Ein Level up brauchen wir noch. Das ist nicht so weit weg. Wenn wir noch was Leichtes zu killen, das wir haben. Die Frogs, die machen uns fertig. Die lecken uns so schnell K.O. Können wir gar nicht gucken. Die Iguanodon könnten wir uns mit anlegen, wenn wir eine Bude hätten. Monkey? Wo ist der Monkey? Ich habe Monkey gehört. Da ist der Monkey. Sorry, Monkey. Treff doch. Irgendwie treffen die, zählen die Treffer nicht. Mach mal so. Komm mal, ich brauche nur ein bisschen Level ab. Dankeschön. Ja. Zack, da rein. Und damit können wir die Bola erstellen. Sweet. Und ein Bumerang. Zum Zähmen ideal. So, Terrorbird, dann komm mal ran. Wir müssen Nummer 1 richten. So ja nicht, mein Freund. Oh, ihr könnt auch ein bisschen Obsidian mitnehmen, aber unsere. Und unsere Picke ist noch nicht gut genug dafür. Du bist ein Frosch. Dung Beetle, Dimetrodon. Wo ist der Terror Bird? Ist er schon abgewandert? Ah, shit. Eine Schlange. Da, gib mir Kristall. Kristall, Kristall, Kristall. Kriegs Kristall. Da, 4 Kristall. Wunderbar. Hätte ich bei dem ersten Kristallvorkommen schon geben können, den ganzen Kram hier sparen können. Und die Schlange hat uns ein Target. Ich gehe da mal.
Ich denke mal, so weit solltest du uns eigentlich nicht folgen. Ich will trotzdem hier kurz in der Ecke bleiben. So, lass mich ein Spyglass herstellen. So, Respawn ist gesichert. Spyglass dürfte jetzt auch ready sein. Wunderprächtig da. Alles klar, jetzt können wir auch was sehen. Aha, gut, mit dir wollten wir uns also... Brauchen wir uns schon mal nicht anlegen. Oh, ein Elite-Belzebuffel, das ist einer dieser Ränge. Und, boah, Elite lüft, glaube ich, der zweite oder dritte Rang sein. Dementsprechend also grüner oder blauer Loot-Drop. So, jetzt gib mir noch schön Obsidian. Was brauchen wir für die Schere? Ich glaube, 20 Obsidian oder so bräuchte ich mal. Das ist die Vulkaninsel. Okay. Relativ friedliche Ecke. Na okay, was heißt friedliche? Direkt vor der River Trench. Muss natürlich alles noch vernünftig einrendern. Hier wollte ich definitiv nicht hin. Aber wo wir schon mal hier sind. Das ist genau auf der falschen Seite von der Map. Nee. So ja nicht. Wir könnten jetzt hier noch ein bisschen Kaktuszeugs mitnehmen und so, aber das war für eine andere Folge. Mach wieder von da. Hier, bring mich mal kurz. So, der Junge darf auch noch ein bisschen was an uns rumnimmeln, kein Problem. Hier darf jeder mal ran. Dankeschön. Hat daher jetzt auch noch was. Wir wollen relativ nah daran spawnen. Müsste, glaube ich, ja, du müsstest ein guter Spawn dafür sein. Denn das ist die Sumpfinsel, wo wir hinwollen. Und das ist unser Spawn in Wannheim. Toll. Voll außerhalb der Nähe. Ja, perfekt. Direkt an der Küste. Das trägt die Höhle, wo wir leben wollen. Da. Da machen wir unser erstes Hauptquartier. Obwohl die Rampe, wo ich jetzt drauf zusteuere, ist nicht ganz so optimal. Denn da rennen des Öfteren mal ein paar Eurypteride rum. So ähnlich wie auf Ragnarok. In Viking Bay, wo die immer an Land kommen. Machen die das hier auch. Oha, das war eine Menge Haie. Stimmt auch noch irgendwo ein Alpha dazwischen. Katze. Legendary Donkliostra. Du hättest richtig guten Loot. Wenn du davon da nicht wegschwimmst. Ja, da ist ein Alpha zwischen. Achso, dieser Rank-Mod, den wir da haben, der hat auch noch eine Art Alpha-Viecher in sich drin. Ne? Die nennen sich Enraged. Nee, nicht Enraged. Wie heißen die denn nochmal? Destroyer oder irgendwie sowas. Und die kommen hinter einem her. Die sind auch ja, relativ bossstark. Die sind doppelt so stark wie in einem Alpha, glaube ich. Aber die braucht man halt, um einen Token zu kriegen, damit man seine Dinos noch weiter aufwerten kann, hochbringen kann mit dem Rangsystem. Das sind die Ludwig ist nicht gefährlich. Wunderbar. Fiomia wird uns definitiv auch nicht gefährlich. Ich könnte mir nochmal umbringen für Fleisch und Leder. Unser Werkzeug ist eh kaputt. Gucken, die Höhle dürfte relativ sicher sein. Da ist so gut wie nie was drin. Ne? Und die lässt sich auch relativ gut absichern. Und da ist ordentlich Platz drin, damit wir da eine Basis errichten können. Mich dünkt, die ist auch heute wieder leer. Sweet. Wunderbar. Hier oben können wir doch unsere erste Arbeitsstätten sowas errichten. Upgrade Station haben wir schon gebaut. Haben wir denn sonst noch gebaut? Nur die Upgrade Station bis jetzt. Gut, dann erstmal gucken, was wir sonst noch bauen können. Die Zusatzmodule brauchen wir nicht. Dich brauchen wir. Da ist vernünftige Küche drin, vernünftiges Bett ist da drin.
Das heißt, wir brauchen die Feuerstelle nicht. Was können wir noch brauchen? Mortal und Pestel brauchen wir hier noch. Ding. Und der Rest ist erstmal Jacke wie Hose. Fundament oder sowas brauchen wir hier erstmal nicht. Wir können alles auf dem Boden platzieren. Wunderbar, da gucken wir mal. So, und du brauchst für Möbel, Furniture, Beds, du brauchst Holz und Fasern, woanders, ne? Holz für den Sarg und noch Fasern dabei für ein richtiges Bett. Da fehlen noch ein paar Fasern. Gott sei Dank stehen hier welche rum. Jo, jetzt reicht's. Gut, dann haben wir auch einen vernünftigen Respawn-Punkt hier. Dann steht der Basisbildung ja nichts im Wege hier. Das ist natürlich jetzt alles nur ein bisschen provisorisch. Aber von hier aus lässt sich weiterarbeiten. So, dann lass uns das Ding hier nochmal absetzen. So, für eine vernünftige Wasserversorgung bräuchten wir den Eimer hier und die Station. Dafür brauchen wir aber 5 Metallbahnen. Das dauert also noch ein bisschen. Müssen wir ein paar Mal runter zum Fluss, bis wir vernünftig was machen können. Aber wir können schon einen Kühlschrank herstellen. Da nimmst du Holz da rein. Storage. Hier, Icebox. Ist ein wunderbarer erster Kühlschrank. Hat, glaube ich, 45 Plätze oder sowas. Da können wir die ersten Klamotten einlagern, die sonst verfaulen würden. Ja, 45 Plätze. So, alles da rein. Die ganzen Samen und sowas. Die brauchen wir später noch. Für die ersten Tames und so ein Kram. So, ja. Das verrottet zwar nicht, aber okay. Gut, den Rest können wir erstmal am Mann lassen. So, dann packen wir die Upgrade Station hier hin. Dann wird alles noch vernünftig platziert, wenn wir denn soweit sind. Und die Upgrade Station hier, die ganzen Extra-Loot, die Dinos so um uns herum fallen lassen, die Beute oder sowas, die können wir hier schon reinpacken und zerbröseln. Sperre muss man doppelt zerbröseln, kriegt man die Materialien von zurück. So, und hier können wir dann unsere Werkzeuge reinpacken und auf Upgrade drücken. Und dann werden die repariert, wenn sie beschädigt sind, und automatisch eine Stufe besser. Mehr Stone. Hier, ich habe eine Menge davon. Wunderbar, du hast direkt eine Stufe übersprungen. Sweet. Das wird unser Materiallager, die Station. Ist wunderbar, brauchen wir keine Schränke für. Und wir haben vergessen, die Pilze einzulagern. So. Ja, das soll es erstmal für die erste Folge gewesen sein. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen Material ran schaffen und dann gucken wir mal, dass wir in der nächsten Folge uns hier ein bisschen heimischer machen und ja, gucken, dass wir die ersten paar Tames rankriegen und ein bisschen aufleveln. Ja, das soll es erstmal, wie gesagt, für heute gewesen sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, angucken, die Leute angucken. Bis dahin, haut da rein, gibt der Gas und habt das Spaß und habe ich das Winken drin? Ja, nee, das ist das Klatschen. Wave. Und auf Wiedersehen, tschüss.